Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Südsee, zu einer Weltpremiere hier auf dem Kanal von Space Let's Play. Es ist nach der langen, langen und traditionsreichen Geschichte von dem Space Let's Play Kanal zum ersten Mal soweit gekommen, dass wir doch tatsächlich uns zu dritt zusammengerauft haben, um die Chance wahrzunehmen und eine Runde Rayman Origins zu spielen. Das neue Projekt heißt Rayman Origins. Ich bin nicht alleine, mein Name ist Nichols. Gleich neben mir sitzt unser nächster Kollege. Fabi oder Fabo Grün, ja, ihr kennt mich ja inzwischen jetzt auch schon. Und neben mir sitzt dann noch der Real. Und der kann auch viel und ihr könnt auch Arne sagen. Oder nennt mich Patrick oder nennt uns wie ihr wollt. Wir spielen jetzt zusammen Rayman Origins von vorne bis hinten und von links nach rechts sowie aus der Mitte bis nach hinten. Kurz zur Einstimmung, ich bin der gute Rayman. Ja, ich bin hier dieser kleine, komische, grüne Knüpf, ups, wie auch immer der heißt. Ich bin Globox, der beste Freund von Rayman. Okay. Ja gut, halt von Rayman, nicht von mir. So, wir müssen, glaube ich, nachdem wir hier mit dem kleinen Grünchen irgendwie gefunden haben, hier rechts, glaube ich, einmal entlang gucken wir mal. Das wäre sinnvoll, ja. Wir probieren das. Achso. Lalalala. Zurück zur Lichtung der Träume. Okay. Der schnarchende Baum. Ja, achso, nee, wir müssen, dann müssen wir jetzt einen schnarchenden Baum machen, oder? Hä? Nee, ich glaube, es ist ein Fragezeichen, oder? Okay, wir gehen zum Fragezeichen. Ich denke auch mal, das ist Fragezeichen. Auf geht's. Dichtes Dickicht heißt das hier, okay? Ah, okay. Und jetzt haben wir das erste Level sozusagen. Okay, super. Ich denke, der reinste Urwald. So ähnlich wie bei Super Mario eine Unterwelt, ne? So wie bei... Also eine Overworld, meinst du so? Ja, so. Ja, es gibt mehrere Oberwelten. Okay. Ah, ich weiß, wo das ist. Das hier ist der Ladebildschirm immer. Ja, kann man... Hier kann man doch schlagen und so, ne? Ja, ja, also auf RB ist auf jeden Fall, glaube ich, sprinten. Also ah, ich kann noch nicht schlagen. Könnt ich kann schon? Noch gar nichts, nur springen. Ich kann nur, und mit R kann ich rennen noch. Und tanzen oder so, hier so komisch. Ich will sie rauslassen, die sieht gut aus. Ja, das sollten wir wohl machen. Ja, mach gleich das kaputt hier. Ja, weiß ich doch nicht. Außerdem war ich das, aber das muss sein. Bestimmt. Ich geh mal unten hier lang. Ja, mach das. Guck mal. Da ist die Kleine, da komm ich hinterher. Da werde ich mich hier fest tun. Ja, ah. Bestimmt springen. Ja. Boah, pass auf. Pass auf, ja. Wenn ich weiter unten. Kann man. Können die nicht irgendwie fliegen? Ja, und. Boing, boing. Aber wie weit kannst du auch schwimmen, also das ist das. Holy shit, holy shit! Geh in den Strahl rein. Ja, ich kann schwimmen, das okay. Ist ja. Geh in den Strahl rein, aber nicht ins Licht. Nein, ins Licht. Ich nicht. Ja, du kannst. Hab ich gerade schon gesehen, du kannst eine Doppelspringe. Ah, hier, das. Wie mache ich einen Doppelsprung? Nein, du kannst an der Wand entlang wegspringen. Ach so, so, Leute, drauf geschissen, nicht mir im Bad. Waldsprung? Achso, ja, du bist der. Wow, wow! Achso, okay. Ja, das kann ich nicht normal, wir werden alle, glaube ich, immer auf die gleiche. Aber ich kann wirklich noch nicht. Hast schon. Und ich bin, glaube ich, gerade gestorben. Ich bin, glaube ich, nicht zerquetscht. Ja, da muss er nicht. Du warst gerade nur bla. Du bist doch gar nicht tot, du bist doch noch da. Ich habe ihn gerade wieder geholt. Er wird ach, ich muss hier rausbringen. Okay. Ja, mach das. Ich dachte, ich muss irgendwie kaputt schlagen. Ja, ich habe ihn gerade. Hallöchen. Bravo! Bravo. Obwohl, ja. sie hat schon Fleisch auf den Hüften, oder? Kraft zum Angriff! Ah, jetzt kriegen wir wahrscheinlich unsere Fähigkeit endlich. Wahrscheinlich. Oh, super, ihr seid jetzt einfach mal alle mit mir mit drin. Ja, Mann. Wir sind jetzt ultra strong. Und okay, hier, bam, bam, bam und. Wir sind ultra strong. Man kann ja auch aufladen. Ja. Nein, kann nicht. Ich kann nicht schlagen. Ja, aber es zieht ihm ab, glaube ich sogar. Ja, wirklich? Ich glaube schon. Ich will dir eine Backpfeife geben. Aber ein Doppelsprung, warte mal, geht's hier unten rein? Oh, okay. Ja, das. Der Real muss schon wieder viel schneller. Entschuldigung. Er ist ein bisschen hibbelig. Bam! Ja, und das hier hauen wir einfach mal kaputt. Genau, und alle rein. Ich hab vor, als es rauskam, habe ich mal die Demo gespielt und der Real hat jetzt vor kurzem mir die Demo angezockt. Oh, das. Wusste ich. Was hast du denn da gemacht? Gegengeschlagen? Ja, ja. Ah, okay. Ah, okay. Und da passieren die lustigsten Dinge offensichtlich. Ja, so ein bisschen. Es ist tatsächlich so, hier kannst du, da war gerade eine Doppelsprung, da ah, okay. Der ich meine, also ich habe auch, also ich habe das Spiel noch nie gespielt, aber davon gehört habe ich. Oh, ich bin ja, ja. Ich habe gerade ein wenig aus dem.
aus dem Ding uns verloren, aus dem Blick. Aber gehört habe ich davon bisher nur Gutes und war auch immer heiß darauf, das mal zu spielen, ja? Ja, ich auch. Mir ist aber auch von auch. Alter. Mir ist aber auch damals auf der Demo aufgefallen, dass man kann damit bis zu 4 spielen, ja? Und ja. Zwei ist in Ordnung, alleine ist es ein bisschen, ja okay, da kann man natürlich alleine zocken. Also ich glaube, da rumrennen. Autsch! Aber okay, so geht's auch. Aber nein, man kann irgendwie. Ja, du musst dran. Genau. Ah. Irgendwie kann man doch auch. Ja, man kann auch. Hier, geh mal, komm mal einer bitte zu mir. Irgendeiner. Genau, man kann irgendwie die Leute aufheben. Also kannst du auch nicht springen, ja. Ah, okay. Und jetzt hast du quasi. Weißt du? Ah, super. Ah, okay. So wäre es gewesen. Okay, das ist einfach nur nach oben mit Y, glaube ich. Okay, gut. Ja, das ist schon mal geil. Ja, es ist, was ich sagen wollte, es ist, einer ist ein bisschen langweilig, zwei ist in Ordnung, aber drei ist vollkommen in Ordnung angemessen. Und ich glaube, dass, vier ist wirklich ein bisschen zu, gruselig, ne? Ja, es ist zu unübersichtlich, glaube ich. Also es ist jetzt schon hier, wir wissen kaum, wer läuft vorhin und wer macht was. Ja. Also, aber es läuft noch. Yeah, wir müssen befreit. Wir sind die Größten. Ja, was auch immer. Ich glaube, das kennt man auch von den anderen Raymans. Ja, wie hießen die nochmal? Lumas, oder? Sind das nicht Lumas? Okay, das ist die von Super Mario Galaxy. Keine Ahnung. Da haben wir schon mal den zweiten, sehr schön. Okay, den zweiten, ja, den dritten bekommt man nach Stunden da. Da wurde schon. Oh, sind die. Also das Tutorial haben wir schon mal erfolgreich abgeschlossen. Ja, und? Und von der 50. Da, wir sind ja die Größten, sind wir. Perfetto. Hey, Party! Der kleine wieder voll ab, weißt du? Ja, richtig. Und weiter geht's. Ja. Okay, gerade habe ich dich auch irgendwie nach oben geschlagen noch weiter, ne? Ja, ich glaube, ich geht auch, keine Ahnung. Okay, super. Das sind auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, sogar unsere Wertmarken, diese lustigen kleinen Gesichter. Ja, irgendwas wird man damit wahrscheinlich freispielen oder so. Fulminante Fontäne! Fontäne! Super! Hört sich auch schon mal gut an, ja? Es ist grandios. Und wir rennen wieder durch den Schrank. Schau mal kurz. So, nee, das war's. Spring mal über mich und dann ich halt, auch nochmal. Man kann seinen Schlag auch aufladen, ne? Ja, es geht wirklich. Das ist jetzt so. Ja, man kann den Schlag auch aufladen. Das ist bei Raymond natürlich besser. Dieser Hut, den kenne ich noch aus Raymond 1. Das war so ein Zauberer. Ja, ich glaube auch. Irgendwas Wichtiges. Was ach, ist doch egal. Lass uns lieber hier wieder umspatti. Muss man die Finger nochmal kaputt? Nee. Naja, wenn die so, die blasen schon immer so auf. Hä, hey, warum wirst du? Achso, okay, weil bei mir noch nichts war. Boah, wir hauen uns gegenseitig. Ja, warum nicht? Okay, das wer ist ein Dasein hier. Wow. Gut gemacht, der Chris. Ich weiß. Du sollst dich nicht schlagen. Mann, komm! Ja, komm mit dir! Kann man hier irgendwie sowas wie eine. Boah, was ist denn das? Backpfeifen! Ja, okay, ey, Friede! Würde ich auch mal sagen. Einfach alle rein, ne? Oh, ja, Fetter, den nehme ich mir. Was? Ui. Ah, ich hab. Ja, ich hab verloren. Ich war noch nicht so weit. Da. Mein Herz. Oh, da ist nochmal ein fetter Augen. Ich bin schon wieder viel zu weit. Wow, manchmal verliere ich mich aus den Augen. Ja, ich auch. Geht's da unten rein? Ja, da geht's rein. Das ist noch was. Und was? Pass auf, das hat. Ja, geh ruhig rein an. Ja, dann gehen wir hier. Alle. Danke. Wir werden gezwungenermaßen. Nein, das ist auch. Das ist doch vollkommen offen. Guck mal das hier, ja, guck mal, wir können hier weg. Kugel sie! Das ist typisch, ich springe rein, weißt du, und krieg gleich einen Kick ab. Guck mal, gibt's hier Lunchbaum? Ja, genau. BAM! Sehr gut, Leute, sehr gut, läuft. Ey, wir sind ja die Größten. Ich würde auch sagen, das ist nicht schlecht, ja? Ey, freut euch alle, hab ich gerettet. Glowbox ist auch teilweise so der absolute Hammer. Ja. Tatsächlich, also in Sachen Comedy ist er echt der Hammer teilweise. Ja, so wie allein wie er schon aussieht, ja? Ja, ich glaub, ich hatte gerade ein paar Mal, kann man die Dinger da unten mal nicht einsammeln, ich oder? Ich glaube nicht. Ey, da ist noch eine Marke. Oder was auch immer das ist, ich weiß es nicht. Oh, Achtung, ich würde mich beeilen in Nickels. Ja. Hol mich einer, bitte. Du musst mich nur berühren oder schlagen. Ah, nein, ich schlag ihn. Ja, komm hoch. Das wolltest du doch schon immer. So. Ja, diesmal mit Recht. Warte, da ist noch ein. Ja, natürlich. Wow. Wow! Warte. Du kannst, wenn du geblasen bist, kannst. Wow, ich bin zu fett, ich bin da nicht durch. Okay, hier ganz vorsichtig, ne? Oh, kann man da noch hoch? Kann man. Ich weiß nicht, aber warte mal, hier, ich hau dich nach oben. Komm mal nochmal mit. Nee, aua. Mach mal stehen. Ey, mach mal, warte mal, wir gehen mal zu dritt, ja? Warte. Jeder muss jetzt mal jeden hochstemmen, glaube ich. Genau, warte. Oh, jetzt nimm ich dagegen schlagen. Ja, geh mal auf mich hoch. Ja, ich will auf mich hoch, warte. Das machst du sehr gekonnt, ja.
Und bringt's was? Nee, ja, komm ich nicht weiter. Aber das ist geil, dass man so eine Räuberleiter machen kann. Das ist cool. Es war auch so lustig, dass der Kleine den dicken Fetten hält, Alter. Weil die Logik gerade war. Klar, so macht man das. Ich sehe die Logik nicht. So nach dem Motto Bremer Stadtmusikanten nur umgekehrt, ne? Oh, ich hab dich da. Boah, ich bin. Hau mich. Ja, komm. Nein, komm runter. Ja, genau. Du hast mich gerade gegen die Wand gebasht. Ja, ich hab auch gerade. Warte, wir müssen jetzt aufpassen, Fabo. Rennen. Lauf. Ja. Sehr schön. Oh, guck mal, ich liebe die Wand. Ich liebe sie. Ja. Ach, guck mal, hier gibt's diesmal wirklich was. Okay, halte RT gedrückt, um zu springen. Achso, ja. Wow. Hey, das ist ja mal richtig. Wollen wir hier überall jetzt? Ja, da oben ist eine Marke, so nervig. Oh, fast der Stuck gewesen. Ach guck mal, das ist auch witzig, ja, also oder ein Vorteil für mich, ich kann vor euch allen, kann ich da runter durch, halt, weil ich kleiner bin. Also die kann man glaube ich noch gelangen. Ja, ich wollte auch gerade mal gucken. Ah, oh, sehe ich. Bonus-Level. Ich sehe schon, ihr seid wesentlich besser als ein Arcade. Wow. Achso, hier Wandsprung, genau. Ich dachte, man kann da einfach rein. Das ist halt unser Favorite Jungle. Ist da, ist da oben noch was? Ja, klar. Über uns? Ah, da kommt es. Ja, wieso über uns? Da könnt ihr ja alles wieder machen. Bin ich denn eigentlich? Soll ich dich befreien? Ach, ich bin da unten. Du bist da unten. Hier lenkt man noch. Soll ich sie befreien? Danke. Tada. Ja klar, hau rauf, Arne. Sehr schön. Okay, ein Zeitbonus scheint es hier auch zu geben. Wir haben gerade hier so eine Stoppuhr, ja? Vor allem, du machst so einen Stepptanz. Ja, wie soll es anders sein? Ja, der coolste, ja. Ah, ich hab grad was rausgefunden. Man kann beim Sprinten auch noch so einen Punch machen, dass man sich so dreht. Ja, das wow. Das wollte mich haben. Pass auf, da unten ist ein Vieh. Pass auf, es will euch. Also ich bin sicher, ja, das ist die Abzeichnung. Nein! Ja, Nickel springen wir nicht. Schlimm? Ja, super. Ja, wieder. Ich muss auch von euch kennen. Ich weiß doch nicht. Das geht da gleich runter. Warte mal kurz. Wo bin ich? Ach so. Holt euch die Dinge. Ja, ich will doch. Komm her, hier. Sehr schön. Ach guck mal, man kann auch einfach... Ah, aufbauen. Es hat mich! Oh Gott, es hat mich! Können wir dir helfen? Tot? Nee, ich rette dich. Also, danke. Da hab ich mich gerade an die festgehalten. Oh! Alter! Ich stehe auch nicht. Ich stand auch gerade. Ey, kann es sein, dass wir gerade durcheinander schreien? Das ist auch... Ach guck mal, der gibt uns... Oh, Arne, du hast wieder alles... Der Real hat keinen Stil und geht hier fulminant weiter. Hast du mich gerade weggeschlagen? Ja, ich glaube schon. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo ich auf einmal hin war, ja? Tut mir leid. Und Punch! Hey. Sehr schön. Dritte Kasten, okay. Oh Gott, das ist alles so viel Chaos. Ey, und wie du da mit deinem Bauch rumwackelst, ja? So toll, guck mal, ich bin der Dünne. Ja, klar. Das passt. 150? Yay, yeah, also 300 schaffen wir jetzt noch? Nein. 350 mehr nicht? Locker. Nö. 300? Ah, die 350 habe ich nicht mehr. Ich komme auf 330. Schade. So knapp. Naja, mein Gott. Weiß nicht, verliert man was, wenn man zu dieser Blase wird? Verliert man denn da so? Ich glaube nicht. Also mir ist nichts aufgefallen. Oh, ja, guck mal hier, der Rennangriff war da auch gerade nicht schlecht. Ja. Er jumpt da so einfach nach vorne. Ja, wir haben schon mal 8. So, eine neue Figur ist im schnarchenden Baum verfügbar. Ich habe keine Ahnung, was der schnarchende Baum ist, aber... ich denke mal, wir können jetzt vielleicht eine andere Person spielen, oder? Ich weiß nicht. Oder auch... Ich weiß es nicht. Der schnarchende Baum... Dafür brauchen wir 25. Ah, okay. 25 von den Viechern. Ja. Ich kenne das groteske Geheimnis, das zum schicken Schatz führt. Bringe 17 weitere... Lachen die sich da? Wenn du hier... Guck mal, der nimmt dann sogar die Arbeit ab, der rechnet für einen. Ja, klar. Würde man ja alleine nicht draufkommen. Na okay, kleine Kinder vielleicht nicht. Gut. Ich denke, wir haben eine lange Zeit für die erste Folge geschafft. Wir machen gleich fulminant mit voller Begeisterung weiter und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, mit uns drei zusammen, Rayman Origins. Origins. Ja. Origins.